So, jetzt habe ich den Gummi entsprechend gekürzt, wie es mir passt. Jetzt nähe ich den Gummi hier zusammen. Da dazu nehmen wir einen Kreuzstich. Ich habe den Vorschub jetzt auf 0 gestellt, weil der Gummi sehr schmal ist und wir da mit dem Materialtransport sowieso Probleme kriegen. Das heißt, ich nähe jetzt einmal im Zickzackstich da ein bisschen auf die Stelle. So, dann hebe ich es ein bisschen an, schiebe es ein bisschen nach hinten, nähe dann da wieder zickzack. Ja, so, dann hebe ich es wieder ein bisschen auf, schiebe es nach hinten, nochmal zickzack. So, und dann müssen wir die Nadel noch raus, mache ich es hoch. Und da seht ihr jetzt, ich habe das einmal an 3 Stellen so vernäht. Und das hält garantiert fast bombenfest. So, jetzt machen wir das weg. Schneide ich die Fäden hier ab. Na. So, jetzt habe ich hier den Faden drin oder den Gummi drin. Und jetzt fehlt mir nur noch dieses Stück mit der blinden Naht zu nähen. Ja, das heißt, dazu falte ich das so zusammen. Das eine so, das andere so rein. Ja, so. Und dann kann ich hier schön von Hand diese blinde Naht machen. Man sieht hier, ich hätte vielleicht ein bisschen weiter mit der Overlock nähen können und das Ganze schneiden können. Nur der Nachteil, wenn ich immer an die Grenze gehe und das fast ein bisschen zu weit mache, dann kann ich den Stoff im Nachhinein vielleicht nicht mehr umdrehen. Und da habe ich lieber ein bisschen mehr Arbeit mit der verdeckten Naht und bin sicher, dass ich es umdrehen kann. So, die verdeckte Naht zeige ich euch dann noch und dann seht ihr, wie es fertig ist und wie es im Körbchen aussieht.